Der 24-jährige Joel trägt meistens Turnschuhe und Jeans. Weil der angehende Lehrer seinen Kleiderstil verändern möchte, ist er heute in PKZ Menz Zürich gekommen. Ich habe mich angemeldet beim New Style, weil ich finde, mein Stil ist immer noch sehr eintönig und jugendlich. Ja, und ich würde mich gerne etwas erwachsener geben. Ich mache jetzt auch die Ausbildung zum Lehrer. Ja, und ich bin sehr gespannt, was man da aus mir herausholen kann. Wir starten mit der neuen Frisur von Dobi Professional. Der zukünftige Oberstufenlehrer Joel ist heute zu mir gekommen und hat gesagt, Martin, ich muss unbedingt ein bisschen seriöser aussehen. Ich habe ein Schmunzeln auf dem Stuhl gesessen und hat gewirkt wie ein explodierter Polstersessel. Mit einem leichten Problem hat es schon ein bisschen ausgeprägt in Geheimratsecken. Bevor es zum Schnitt gegangen ist, hat er sich aber verwöhnen lassen mit einer Shampoo-Massage. Ich glaube, gerade Studenten schätzen das sehr, wenn sie wirklich mal einen schönen, tollen Coiffeur-Besuch erleben dürfen. Am Platz habe ich mich dann zuerst am Deckhaar gewidmet. Wir haben uns den Geheimratsecken ein bisschen gewidmet, dass die nicht mehr so stark ersichtlich sind. Das heisst, vorne relativ kurz geschnitten, damit die Geheimratsecken nicht mehr so präsent sind. Den Haarschnitt abgerundet habe ich dann mit schön sportlich kurzen Seiten. Ich glaube, für Joel muss es unbedingt praktisch sein und darum haben wir die sehr, sehr schön kurz geschnitten gehabt. Beim Bart hätte er nicht viel verändern. Ich kenne das natürlich. Wenn man etwas älter aussehen soll, dann braucht man natürlich etwas Haar im Gesicht. Darum habe ich das einfach etwas getrimmt, schön in Form geschnitten und dann war der Look abgerundet. Styling zum Schluss haben wir super einfach gehalten. Ein bisschen Wachs drin da in die Haare und gut war es. Mit dem Makeover haben wir wirklich zeigen, dass ein Haarschnitt einen Typ völlig verändern kann. Der Joel sieht jetzt wirklich männlicher aus. Wie der Joel in seinen neuen Outfits aussieht, erfahren Sie später in der Sendung.